Hallo und herzlich willkommen jetzt zum zweiten Boss hier bei Hearthstone Blackrock. Und ja, ich hoffe, es startet jetzt gleich. Ich bin ein bisschen verwundert. es sind im Moment gerade recht viele Leute drauf, dadurch sehr, sehr viele Leute das Addon spielen. Aber jetzt können wir natürlich hier im heroischen Modus starten und probieren uns jetzt am zweiten Boss der Arena, in der wir auf sehr, sehr viele harte Gegner treffen. Die Dunkeleisen-Arena. Das sollte eure Fähigkeiten hinreichend auf die Probe stellen, Sterblicher. Das stimmt, weil der Oberinquisitor, oder wie er heißt, der wird uns jetzt so gut wie alle möglichen Sachen um die Ohren schmeißen. Und deswegen habe ich hier, mein kleines Deck umgebaut und nenne das Ganze die Anwaltskammer. Ihr seht es jetzt hier an der linken Seite. Und ja, schauen wir mal, ob wir uns damit gegen Oberrichter Grimstein durchsetzen können. Gut, also. Wir wollen jetzt am Anfang hier natürlich möglichst kleine Sachen, die uns, das bringt nichts, das bringt nichts, das braucht zu lange, bis es einfach droppt. Hingegen natürlich hier, das Geheimnis ist gut zum Gebrauchen und Einfrieren ist natürlich auch nicht schlecht. So, schauen wir mal, was er zieht. Das ist doch schön. Die größten Legenden Azeroths gegen einen einzigen Abenteurer. Okay. Ned Pagel spielt das sehr, sehr gern am Anfang. Hat für ihn natürlich den Vorteil, dass er sehr, sehr viele Karten ziehen kann. Eine Märchenstunde mit einem drolligen Pandaren. Lehrensucher Cho. Und Cho ist natürlich jetzt auch perfekt. Ja, hör mal auf, hier die ganze Zeit rein zum Quatschen. Joe ist natürlich jetzt perfekt, weil wenn wir jetzt halt eben einen Zauber sprechen, schenkt er uns ihn auch rüber. Beziehungsweise, die Zauber können einfach per Ping-Pong hin und her geschmissen werden. Und das werdet ihr jetzt dann nachher auch gleich bei der Froschnova sehen, was dann entsprechend Schönes passiert. Und jetzt kommt natürlich auch noch Hogger. Und ja, wir bekommen natürlich jetzt hier gleich ein bisschen noch was ins Gesicht. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Er hat ja bisher nur die Einser hier. Da kommt jetzt noch ein Knoll rein. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber jetzt können wir hier die Kaiserkobra spielen. Und probieren hier das Ganze mal ein bisschen wieder aufzuräumen. Das heißt, einmal gehen wir hier drauf. Was anderes können wir noch nicht machen. Und da kommt schon Imperator Tauristan. Der kommt jetzt auch noch und der ist natürlich recht eklig. Wenn wir den sehen, ja, das bietet ihm natürlich die perfekte Möglichkeit, jetzt alles ein bisschen günstiger zu machen. Und je länger er drauf ist, desto mehr spielt er einfach aus. Das heißt, wenn wir hier das Board clearen und er hat oben lauter Karten mit Nuller liegen, haben wir ein richtig großes Problem. Sieht jetzt auch schon nicht ganz so schön aus, aber wir machen das Ganze weiter. Mit der Kaiserkobra möchte ich einen von den beiden hier wegmachen. Am liebsten einen Joe oder einen Ned Pagel. Aber es wird mir so nicht gelingen, weil ich habe hier drei Tanks, an denen ich irgendwie vorbeiziehen muss. Den hier könnte ich jetzt natürlich gleich auslösen. Aber ich glaube, ich spiele erstmal das Geheimnis, damit mir da einfach nichts passieren kann. Er kriegt jetzt natürlich auch drüben das Geheimnis. So, und wir nehmen den hier auf. So. Okay, was spielt er jetzt? Macht noch nichts, Gott sei Dank. Dann machen wir noch einen Mana-Kristall, den kriegt er natürlich drüben jetzt auch. Ist ein bisschen blöd. Und wir schießen den noch schnell ab, damit wir möglichst schnell halt eben an den allen vorbeikommen. Sehr schön, den bekommen wir auch. Das ist natürlich praktisch mit unserem Geheimnis. Und natürlich ist der sofort hier Primärziel. Alle gehen sie sofort oben los und... Gut, jetzt ist natürlich das Board wieder voll. Wir haben keine Chance daran irgendwie vorbeizukommen. Er macht das auch Ganze nochmal wieder ein bisschen billiger.
Und es sieht immer noch nicht viel besser aus. Wir haben hier einen Tank stehen, an dem wir vorbei müssen. Da drüben ist auch noch mal einer. Gut, dann würde sich... Ja, ich muss einen von den... Ach, wir haben sogar drei Tanks hier. Den Tank möchte ich, aber ich glaube, wir frieren ein, damit wir einfach ein bisschen Ruhe haben. Er schickt die Frosch-Nova natürlich auch rüber. Jetzt können wir noch mal gucken, was wir weglösen. Ja, nehmen wir den da hinten raus. Passiert hier großartig nichts. Und den da drüben können wir noch ein bisschen schwächen, oder? Ja. Alakir mit seinem doppelten Angriff ist natürlich immer ein bisschen arg eklig. Und da kommt schon Onyxia 8-8. Welche jetzt nur noch ein 7-7 kostet. Macht er noch was? Und wir kriegen einen Zauber, wir kriegen die Münze. Und er spielt unser Geheimnis aus. Wir kennen das ja schon, deswegen kann da eigentlich nicht großartig was passieren. Beziehungsweise wir wissen, dass wir halt eben aufpassen müssen. Und solange sein Board voll ist, wird das Geheimnis eh nicht ausgelöst. Also er kann ja nichts direkt kopieren. Deswegen können wir jetzt eigentlich spielen, was wir wollen. Und ich nehme natürlich den Tank raus, damit mir hier nichts direkt passiert. Und ich könnte noch die Münze spielen, dann fliegt die wieder rüber. Einfrieren wäre natürlich noch besser. Aber ich spiele noch das Geheimnis. Beziehungsweise den Geheimnisträger hier. Mit dem Wissenschaftler können wir natürlich hier drüben. Wir wissen ja, welche Geheimnisse liegen und das ist einzig und allein eigentlich unseres. So, den setzen wir da drauf. Ich hätte ihn eigentlich auch auf Onyxia spielen können. Aber wir haben ja noch ein bisschen Leben. Ich hoffe, das langt. Okay, der ist natürlich jetzt ein bisschen arg eklig, weil der geht einfach auf... Ja, damit werden auch zur Not Spots ignoriert. Und können uns direkt hier ins Gesicht gehen. Okay. Finden wir es heraus. Stalag zerquetschen. Und jetzt fängt er an, unsere Geheimnisse zu kopieren. Das heißt, er friert uns jetzt ein, damit wir nichts machen können. Und damit sehen wir natürlich, es ist eine wunderschöne Möglichkeit, wie wir jetzt das Ganze Ping-Pong-mäßig hin und her spielen können. So, damit können wir einen übernehmen. Schauen wir mal, was wir bekommen. Okay, wir bekommen Mogor. Und er bekommt ihn auch, aber natürlich wird der Kampfschrei nicht ausgelöst. Gut, dann frieren wir den anderen noch ein bisschen ein. So, jetzt wird's kalt. Einmal und dann, ja, kann er da drüben eigentlich nichts machen. Er kann keine Karte ausspielen. Und Zauber hat er nur sehr, sehr wenige. Ja, im Prinzip unsere, die wir eh schon hatten. Gut, jetzt kann ich auch nichts machen und jetzt geht es im Prinzip immer hin und her. Bis einer das entsprechende auslöst. Natürlich Taurisan macht seinen Schrott weiter. So, ich habe natürlich mehr Zauber und die nutze ich jetzt natürlich schön aus. Das heißt, er wird wieder schön eingefroren. Und ja, leg mir so, genau. Er kriegt es drüben auch wieder, wird es dann hoffentlich auch gleich auslösen. So, jetzt kann ich hier noch mir das Geheimnis reinlegen. Es langt vom Mana her. Und den guten Hogger nehmen wir noch raus aus dem Spiel. Damit uns da einfach nichts passiert. Wir haben ja das Geheimnis, das heißt, wenn er jetzt irgendwas Ekliges spielt, bekommen wir es einfach. Und er spielt Todesschwinge. Okay, der absolute Board-Clearer. Ja, bekommt er für 8. Legt 12 rein. Aber was er nicht weiß, wir bekommen ihn auch. Und ja, wir sind jetzt als nächstes drin. Das heißt, was machen wir wohl hier? Hm, da unten liegt ein Schäfchen, da liegt was zum Einfrieren. Ja, dann geht der hier drauf. Den 1-1er-Spot kriegen wir hiermit weg. Ja, und jetzt wird es dann ein bisschen wehtun.
Die können wir auch noch ausspielen. Dann haben wir, wenn er in der nächsten Runde wieder was Großes spielt, haben wir wunderschöne Möglichkeiten. Okay, es sieht langsam, hat sich das Ganze für uns gedreht. Vielen Dank für Todesschwinge. Ich hätte natürlich auch gern das über den Manipulator gemacht, aber ja, so ist auch nicht schlecht. Okay, er spielt Dr. Bumm. Hm. Ja, wir müssen natürlich irgendwie an Dr. Bumm vorbei. Können natürlich jetzt wieder anfangen zu prosten. Und ich glaube, das fange ich auch an, dass ich sage, okay, wir frosten einfach alle ein, ignorieren sie soweit, machen natürlich den Spotter weg, damit ich schön an ihn vorbeikomme. Und ja, wie sieht's aus? Noch ein Schemen vielleicht rein, der dann einfach immer ein bisschen stärker wird. Ist ja nicht schlecht. Und ja, alles ins Gesicht. Er hat noch 19. Da unten liegt unser Pyro mit 6. Das heißt, wenn er uns jetzt nicht die zwei Kleinen wegmacht, oder auch nur einen, ja, im Prinzip brauchen wir gar keinen von den Kleinen, oder? Wir haben 12, wir haben 6 und 18 und wir haben noch... Oh! Ja, so schnell gehen die Bomben kaputt, wenn da Feuer drauf geht. Ja, aber es sind 17 Schaden. Wir haben unseren 6er Pyro. Wir haben unsere wir haben unsere Todesschwinge. Das geht noch drauf. Und schon haben wir ihn entsprechend weg. Ich habe noch überlegt, ob ich Spot nicht kriegen würde, aber das wäre natürlich ein bisschen. Nur weiter so. Ja, das war Obergebiet Grimmstein. Bald los sein. Ja, ist ein bisschen. Leitern, du räudiger Welpling. Ja, du kommst ja in nächste Woche dann dran, Ragnaros, keine Angst. Ja, das war Oberrichter Grimmstein. War jetzt nicht sonderlich schwer. Der erste Kampf war ein bisschen aufregender. Aber es erfordert trotzdem ein bisschen Übung, natürlich auch ein bisschen Glück, was er zieht. Er hat ein paar echt eklige Karten, wie, ja gut, Mana. Ja, hier, man kann sehr, sehr schöne Kombinationen auch mit Mana-Sturm machen, weil dann halt eben alles kostenlos ist. Oder, ja, NetPagel hat mir eigentlich bisher auch immer recht gut geholfen. Man sollte allerdings nicht zu lange warten, weil sonst kommen halt die großen, ekligen Karten. Und die wegzukriegen ist halt auch immer ein bisschen schwer. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich zur nächsten Runde. Dann kommt der letzte heroische Boss hier. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann gleich nochmal. Und bis dann. Ciao, ciao.